Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema finanzmathematische Renten und ihre Anwendungen in den Wirtschaftswissenschaften. Das, was wir also machen werden, ist unsere Endwertformel bzw. Barwertformel aus der Rentenrechnung, die wir im vorigen Video kennengelernt haben, auf wirtschaftswissenschaftliche Fragestellungen anwenden. Die Vorgehensweise dabei ist ähnlich wie in der Zinsrechnung, dass wir jeweils unsere Gleichung hernehmen, die Dinge, die wir aus der Fragestellung ablesen können, einsetzen und nach der verbleibenden unbekannten Größe auflösen. Das Einzige, was jetzt hier als neue Herausforderung hinzukommt, ist, dass man zunächst mal klären muss, um welche Art der Fragestellung es geht. Geht es darum, dass man den Wert dieser periodischen Zahlung der Rente am Ende der Zahlungen beurteilen möchte, also um den Endwert der Rente? Oder geht es um den Wert von zukünftigen Zahlungen in der Rente aus heutiger Sicht? Geht es also um den Barwert, dass man also die richtige der beiden Formeln herauspickt und die dann anwendet und entsprechend auflöst? Als erstes Anwendungsbeispiel haben wir hier eine Situation aus dem Versicherungswesen. Die Story ist folgende. Eine Versicherungsgesellschaft bietet eine Gebäudeversicherung für Einfamilienhäuser an und bei einem Versicherungswert von 300.000 Geldeinheiten beträgt die Jahresprämie, die immer am Ende des Jahres zu entrichten ist, 10.100 Geldeinheiten. Wie viele Jahre dauert es, bis für einen bestimmten Versicherungsnehmer die zugesagte Schadenersatzleistung von 300.000 Geldeinheiten eben durch die eingegangenen Prämienzahlungen und deren Zinsen bei einem Zinssatz von 4% gedeckt ist? Also lesen wir zunächst mal daraus ab, was wir leicht sagen können. Wir haben also einen Versicherungsnehmer, der jetzt periodisch jedes Jahr eine bestimmte Versicherungsprämie zahlt, nämlich 10.100 Geldeinheiten. Das ist also unsere periodische Zahlung, unsere Annuität, die wir im vorigen Video mit dem Symbol A bezeichnet haben. Die wird immer am Ende des Jahres bezahlt, also sind wir hier im nachschüssigen Fall. Und den Zinssatz können wir auch ablesen, der ist 0,04. Das heißt, wir haben einen Aufzinsungsfaktor von 1,04 bzw. der zugehörige Abzinsungsfaktor wäre dann 1 durch 1,04. Und dann haben wir noch diesen Versicherungswert von 300.000 Geldeinheiten, den wir irgendwie mit reinbringen müssen. Da müssen wir uns jetzt überlegen, ist das ein Barwertproblem oder ist das ein Endwertproblem? Und da macht man sich klar, welche Situation hier vorliegt. Der Versicherungsnehmer zahlt jetzt also über Jahre hinweg immer 10.100 Geldeinheiten pro Jahr ein und irgendwann tritt dann ein Schadensfall ein, möglicherweise. Und wenn dieser Schadensfall eintritt, dann muss die Versicherung eben diese Deckungssumme von 300.000 Geldeinheiten ausbezahlen. Und das muss aber erst zu einem Zeitpunkt in der Zukunft gemacht werden. Ja, also es geht nicht darum, welchen Wert diese zukünftigen Zahlungen aus heutiger Sicht haben, sondern es geht darum, zu welchem Zeitpunkt T haben wir einen Endwert erreicht, sodass das angesparte Kapital bei der Gesellschaft direkt für die Deckung dieses Versicherungswerts genommen werden kann. Also, das T ist das, was wir noch suchen, und der Endwert, der soll nach eben diesen gesuchten T-Zeiteinheiten, der soll dann die Deckungssumme von 300.000 sein. Also es geht um den Endwert einer nachschüssigen Rente und da müssen wir auflösen nach der Laufzeit. Das habe ich hier auch nochmal alles zusammengeschrieben und die Formel, um die es dann geht, ist also die Endwertformel einer nachschüssigen Rente. Endwert ist dabei immer gleich Höhe der Zahlung mal. Und dann kommt auf jeden Fall dieser Gesamtaufzinsungsfaktor aus der geometrischen Summe dazu, g hoch t minus 1 dividiert durch q minus 1, q hoch t minus 1 dividiert durch q minus 1. Und die Frage ist dann immer nur, wird hier noch einmal mehr oder weniger aufgezinst? Im vorschüssigen Fall wird einmal mehr aufgezinst und im nachschüssigen Fall wird einmal weniger aufgezinst.
gezinst. Hier sind wir also im nachschlüssigen Fall und müssen also hier nicht noch ein zusätzliches Q hinschreiben. Das ist unsere Endwertformel. Und wir kennen jetzt eben das E, wir kennen das A, wir kennen das Q. Das Einzige, was wir nicht kennen, ist das T. Also stellen wir diese Gleichung einmal so um, dass wir nach dem T auflösen können. Kann man also durch das A dividieren und mit Q minus 1 multiplizieren. Dann haben wir da stehen E mal Q minus 1 dividiert durch A ist gleich Q hoch T minus 1. Dann bin ich hier einmal schreibfaul und bringe die minus 1 noch auf die linke Seite. Plus 1 ist gleich Q hoch T. Und dann müssen wir auf beiden Seiten logarithmieren, um diesen Exponenten freizustellen. Ja, und da können wir also jeden Logarithmus verwenden, den wir wollen, dekadisch oder natürlich, das ist wurscht, kommt genau das Gleiche dabei heraus. Und plus 1 habe ich noch vergessen, ist gleich der Logarithmus von Q, das ganze T mal. Ja, das T wird ja sozusagen nach vorne gezogen. Und dann kann ich noch durch den Logarithmus von Q durchdividieren und kann das Ganze ausrechnen. Sieht jetzt vielleicht ein bisschen viel oder kompliziert aus, aber wir kennen eben alle Werte. Ja, das E ist 300.000, Q minus 1 ist 0,04, A ist 10.100 und plus 1 können wir dazu rechnen, also in den Taschenrechner tippen und ausrechnen und da kommen wir dann auf einen Wert von etwa 2,1881 und so weiter. Und dann haben wir eben den Logarithmus von diesem großen Ausdruck dividiert durch den Logarithmus von Q, das ist 1,04 und da können wir eben auch nochmal einsetzen, ausrechnen und dabei kommt dann 19,965 und so weiter heraus. Also gerundet sind das dann in etwa 20 Jahre, nach denen das Kapital die Versicherungssumme deckt. Zum Vergleich können wir auch noch so eine Überschlagsrechnung hier leicht anstellen. Wenn wir nämlich keine Verzinsung hätten, dann wäre das Ganze ja sehr leicht zu rechnen. Ja, weil dann wäre, also in einer Welt ohne Zinsen, müsste man nicht auf- und nicht abzinsen, sondern jede Zahlung, völlig unabhängig von ihrem Zeitpunkt, wäre dann immer genau das Wert, was man da zahlt. Also in diesem Fall 10.100 Geldeinheiten. Und 300.000 dividiert durch in etwa 10.000 wären dann knapp 30 Jahre. Man müsste also 30 Jahre lang einzahlen, bis man diese Schadenssumme oder Deckungssumme von 300.000 erreicht hat. Wenn es aber Zinsen gibt, dann erreichen wir diesen Wert schneller, weil wir dann auf die erste Zahlung aus dem ersten Jahr im zweiten Jahr schon Zinsen bekommen und im dritten Jahr wieder und im dritten Jahr bekommen wir auch auf die Zahlung aus dem zweiten Jahr Zinsen und so weiter und so fort. Und damit können wir also diesen Betrag von 300.000 als Endwert schneller erreichen, brauchen dafür nicht fast 30 Jahre, sondern sind in etwa 20 Jahren durch und haben damit schon die Schadenssumme gedeckt. Dann haben wir hier noch eine zweite Aufgabe, da ist die Story ein bisschen eine andere. Das Management eines Unternehmens steht vor der Entscheidung, eine neue Produktionsanlage anzuschaffen. Der Preis der Anlage beträgt 400.000 Geldeinheiten, sie hat eine erwartete Nutzungsdauer von 10 Jahren. Wenn die Anlage in Betrieb genommen wird, generiert sie einen Netto-Cashflow von 75.000 Geldeinheiten pro Jahr. Ist diese Investition bei gegebenen Eckdaten ökonomisch argumentierbar? Nehmen Sie für die Rechnung an, dass der Netto-Cashflow als Einzahlung dem Unternehmen jeweils am Jahresende zufließt und berücksichtigen Sie einen Kalkulationszinssatz von 5%. Auch hier machen wir uns einmal klar, worum es da gehen soll. Dieses Unternehmen hat jetzt also die Möglichkeit, eine Anlage anzuschaffen. Dafür müssen Sie jetzt einmal am Anfang 400.000 Geldeinheiten bezahlen.
Aber dafür bekommen sie dann in den nächsten 10 Jahren ein, wie es dann in Neudeutsch heißt, Netto Cashflow. Das heißt, durch die Anlage kann ich Erlöse erzeugen, und wenn ich davon die Kosten für den Betrieb der Anlage und so weiter, für die Wartung der Anlage abziehe, bleiben von diesen Erlösen 75.000 Geldeinheiten pro Jahr übrig. Also das ist zumindest das, womit ich aus heutiger Sicht rechne. Und das Ganze passiert 10-mal. Ja, weil nach 10 Jahren ist die Anlage, hat die Anlage ihre Lebensdauer vermutlich erreicht und müsste ausgetauscht werden, müsste eine neue angeschafft werden. Und wenn wir das Ganze jetzt ohne Zinsen rechnen würden, dann könnten wir davon ausgehen, dass wir 10-mal 75.000 Geldeinheiten bekommen, sprich 750.000 Geldeinheiten dann an zukünftigen Gewinn erwirtschaften. Und da, diese 750.000 wären natürlich viel mehr als die 400.000, die wir hier bezahlen müssen. Aber es gibt jetzt auch Zinsen, 5%. Und das heißt, diese zukünftigen Zahlungen sind mir natürlich aus heutiger Sicht weniger wert, weil die 400.000 Geldeinheiten, die muss ich heute bezahlen, und diese Zahlungen bekomme ich ja erst in einem, in zwei und so weiter bis in 10 Jahren. Und wenn ich das Geld heute hätte, ja, diese 400.000 Geldeinheiten, könnte ich das ja auch auf ein Konto legen und mit diesen 5% verzinsen, oder könnte eine andere Anlageform wählen, bei denen ich halt diesen Zinssatz von 5% erwirtschaften könnte. Das heißt, ich muss diese zukünftigen Zahlungen von 75.000 Geldeinheiten abzinsen, und es geht um den Barwert dieser zukünftigen Zahlungen aus heutiger Sicht. Also fassen wir das Ganze zusammen. Wir haben hier eine Rentenrechnung. Die jährlichen Zahlungen A sind 75.000 Geldeinheiten. Die Laufzeit ist 10 Jahre. Der Zinssatz R ist gleich 0,05. Und weil es um den Barwert geht, müssen wir abzinsen. Dann brauchen wir also 1 durch 1,05. Das ist unser Abzinsungsfaktor. Und wir sind hier, haben wir gegeben, dass diese Cashflows, die wir da in Zukunft generieren, dass die erst am Jahresende uns zugutekommen. Das heißt, wir müssen immer einmal mehr abzinsen, immer vom Jahresende auch noch auf den Jahresanfang, an dem wir jetzt stehen. Also wir sind wieder im nachschüssigen Fall. Und der Barwert, der soll zumindest 400.000 Geldeinheiten sein. Wenn der Barwert dieser zukünftigen Zahlung höher ist als 400.000, dann wären wir, dann wäre das Ganze rentabel. Und wenn er kleiner ist als 400.000, dann wäre diese Anschaffung aber nicht rentabel. Dann wäre es besser, wir würden diese 400.000 Geldeinheiten an Kapital nehmen und würden mit denen anders wirtschaften. Ja, also die Frage ist, ob der Barwert dieser Rente größer ist als 400.000 oder nicht. Auch hier habe ich mir das auf den Folien nochmal alles zusammengeschrieben, und der Startpunkt ist jetzt also die Barwertformel der Rentenrechnung. Und auch da nehmen wir wieder A mal und dann die Summenformel aus der geometrischen Summe, 1 minus d hoch t dividiert durch 1 minus d. Man könnte hier im Zähler und Nenner auch umtauschen, d hoch t minus 1 dividiert durch d minus 1, dann wären halt Zähler und Nenner beide negativ. Also, wir haben wieder Zahlung, dann Summenformel aus der geometrischen Folge, und jetzt müssen wir abzinsen, weil es um den Barwert geht, und weil es eine nachschüssige Rente ist, müssen wir einmal mehr noch abzinsen, als wir nur mit Hilfe dieser Summenformel machen. So kommt diese Formel zustande, so kann man sich die merken. Und jetzt kennen wir
Alles, was hier auf der rechten Seite steht, wir kennen das A, wir kennen das D, wir kennen das T, wir können einfach alles einsetzen und ausrechnen. Haben also die 75.000 mal den Abzinsungsfaktor mal dann die Summenformel. Und wenn wir das alles in den Taschenrechner eintippen und ausrechnen, kommen wir auf einen Barwert von etwa 580.000 Geldeinheiten. Der ist also deutlich höher als diese 400.000 Geldeinheiten und damit ist die Anschaffung rentabel. Ja, wir haben also dann 179.000 mehr, als wir für die Anschaffung bezahlen müssen und das nennt man dann auch den Kapitalwert dieser Investition. Und es bleibt uns also ein deutlicher Kapitalwert übrig, aber weil es Zinsen gibt, ist er doch niedriger als das, was wir naiv gerechnet hätten. Also wenn wir gesagt hätten, wir kriegen 10 mal 75.000, dann wären das 750.000 Geldeinheiten, die wir bekommen. Aber der Barwert ist deutlich niedriger wegen der Zinsen. Der Barwert beträgt nur 580.000 und nicht 750.000 Geldeinheiten. Okay, letztes Beispiel. Jemand bietet ein Haus zu einem Preis von 420.000 Geldeinheiten zum Verkauf an. Ein Kaufinteressent bietet an, diesen Betrag in 5 gleichen Jahresraten A zu erstatten, wobei die erste Rate sofort bezahlt wird, die weiteren jeweils am Beginn der Folgejahre. Wie hoch muss die Jahresrate A sein, wenn der Rechnung ein Zinssatz von 3% zugrunde gelegt wird? Also, auch hier haben wir wieder eine Rentenzahlung. Es gibt periodische Zahlungen, 5 an der Zahl, in der Höhe von A, die getätigt werden und die jeweils am Beginn des Jahres getätigt werden. Und wir haben dabei einen Zinssatz von 3%. Und diese zukünftigen Zahlungen, die getätigt werden, die sollen ausreichen, um zum jetzigen Zeitpunkt dieses Haus zu kaufen, was 420.000 Geldeinheiten kostet. Ja, also es muss der Wechsel des Hauses passiert heute zu Beginn der Zahlung und es müssen also diese zukünftigen Ratenzahlungen müssen hoch genug sein, dass der Barwert jetzt den Kaufpreis abdeckt. Schreiben wir uns das also auch alles nochmal zusammen. Wir haben also Zahlung in Höhe von A. Das müssen wir jetzt noch ausrechnen, wie hoch das sein muss. Es geht um T gleich 5 Zahlungen und das Ganze passiert vorschüssig. Und wir haben einen Zinssatz von 0,03 und wir brauchen den Abzinsungsfaktor, der ist also 1 durch 1,03, weil wir jetzt eben den Barwert bestimmen wollen. Und dieser Barwert aus 5 Perioden, der soll gleich 420.000 zumindest sein. Und den Barwert machen wir auch wieder so wie vorher, a mal und dann schreibt man hin 1 minus d hoch t, das ist hier 5, dividiert durch 1 minus d, die Summe aus der geometrischen Folge. Und dann ist nur die Frage, müssen wir einmal mehr oder einmal weniger abzinsen? Wir sind im vorschüssigen Fall, sind also schon immer zu Beginn des Jahres, müssen also nicht noch einmal zusätzlich abzinsen. Und das D habe ich jetzt hier nicht explizit hingeschrieben. Das D kennen wir aber. Wir kennen also die linke Seite der Gleichung, den Barwert. Wir kennen insgesamt den aggregierten Abzinsungsfaktor und müssen den jetzt ausrechnen und damit die 420.000 dividieren. Und dann erhalten wir die Höhe der Ratenzahlung A. Multipliziere also hier auf den Folien einmal mit dem Kehrwert dieses aggregierten Abzinsungsfaktors, also mit 1 minus d dividiert durch 1 minus d hoch t. Und dann können wir alles einsetzen, das b, das d, das t und müssen das noch ausrechnen und kommen drauf, dass das
89.037,79 Geldeinheiten sein müssten. Auch hier mache ich zum Vergleich nochmal die naive Rechnung ohne Zinsen. Wir haben 5 Jahre und müssen insgesamt auf 420.000 Geldeinheiten kommen. Ohne Zinsen hieß es 420.000 durch 5. Das wären 84.000 Geldeinheiten, die ich dann in diesen 5 Raten zahlen müsste. Weil wir aber jetzt Zinsen haben, müssen wir auch die Zinsen noch abdecken und das heißt, wir müssen etwas mehr rückzahlen und das heißt nicht nur 84.000 Geldeinheiten pro Jahr, sondern 89.000 Geldeinheiten pro Jahr und damit haben wir dann den Kaufpreis mit unserem Barwert der Zahlung abgedeckt.